So, jetzt gibt es mit Tag und Monat. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken. Journal. So, wir haben hier ganz viele Nebenmissionen. Aber hier gibt es ja auch noch Aufträge und Fahrzeuge, genau. Einmal ein Coyote. 115.000. Little Mule. Kann man hier nicht sich ein Bild anzeigen lassen? Auswählen. Banjo. Wie heißt denn der, den ich hier habe? Banjo zum Sehen. Vielleicht außen einsteigen. Nee. Ich dachte, man könnte sich das irgendwie anzeigen lassen. Oder irgendwie vielleicht im Handy. Datenbank. Nee, ach hier, warte, hier kann ich mal gucken. Das ist der nicht. Nein, nein. So, das ist der ja Thornton Galena G240. 2031. Also ist nicht der getunte, ne? Hier gibt es sogar noch einen Rally. Oh. Thornton Galena Rattler. Ah, den gibt es auch noch in verschiedenen Versionen. Gecko. Ah. Ich verstehe. Okay, das ist dann. Nee, nee. Also irgendwie mit Torten heißt, ne? Die sind alle alphabetisch geordnet hier, ja. Bullenkarren. Porsche 911er. Turbo, 1977er. Das war ja Johnny seiner, ne? Knutschkugel. Gibt es den 3-Achsen und den 2-Achsen, okay. Mhm. Das wäre der eine, den wir klauen sollten. Den Rayfield. Dieser Lambo. LKW, Motorrad. Gibt es da so einiges? Der sieht auch nicht schlecht aus. Der Quadra Type 66. Cthulhu. Ja. Hovercraft gibt es auch. Drohnen. Rayfield Excalibur. Das sind die fliegenden Dinger. Aha, aber ich weiß nicht, ob man die alle fahren kann. Waffen. Das ist mit der ich gerne spiele, mit der Overtune. Mhm. Sturmgewehr, ja. Na, Mems mit Pistolen dran. Die sieht auch geil aus, die Sniper. Na? Wo war ich denn jetzt? Da waren die Fahrzeuge, ja. Ach, das sind wahrscheinlich auch die, die ich mir alle kaufen kann, hier diese weiß, diese gelben. Oder wofür ist das gelbe hier? Ich weiß es nicht. Das ist die Welt. Genau. Overtune. Pumpgun. Das ist auch ein dickes Ding. Militech. Welt. Drohnen. Osaka. New United States of America. Konzerne. Pixar. Nomaden, Scavenger. Also, hier kann man quasi nochmal alles nachlesen, falls man sich mit etwas nicht sicher ist, anscheinend. Relic. Ja, das ist das, was wir hier drin haben. Braindance, die Mauer Künstliche Intelligenz, Sixth Street, Race, Tiger Claws, Puppenchip, legale Braindances, Animals, Cyberspace. Huh. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Combat Cap. Erkundungen. Okay, das ist also ein ganz anderen Kram. Okay. Ich dachte, man hätte sich den Wagen schon kaufen können, aber anscheinend gibt es davon auch noch eine Rally-Version. Also irgendwas mit T, aber ich glaube nicht, dass er hier drin ist. Nee, Little Mule, Quadra, Imperia, nein, nein. Type, Thompson, Thornton, Colby. Lena, Gecko. Galena. Auf jeden Fall was mit Torten, ne? Hört sich komisch an, aber ja. Ah, nicht Torten, oder? Jetzt muss ich auch noch kurz gucken. Torten. Doch, Galena, doch. Gecko. Rattler sieht aber auch geil aus. Ja, ich geh mal gucken, was mal. Journal. Leider, dass ich hier gerade Zeit verschwende, aber das interessiert mich gerade. Gecko, doch ist der. Galena Gecko. 21.000, ja komm. Boah, das ist direkt ums Eck, hör mal. Den hier hätte ich auch lieber, aber naja.
Guck mir den mal an, den anderen. Arena. Und wieder raus aus der Stadt. Kostet nur 21.000, also von daher. Ich guck mir den mal an. Wenn der mir gefällt, dann hol ich den, wenn nicht, dann nicht. So, eine tönte Scheibe. Leer die Autobahn. Red Peaks. Ah. Hier eine Ausflugzeuge rumcruisen, ist auch geil. Hier waren wir schon. Ashamuma ist einfach so eine Rallye-Version von den Dingen. Sah ja auch schon aus wie Rallye. Dakota. Ach, hinter mir spawnen die Autos oder was? Ganz komisch. Den hier hätte ich schon gerne. Genau in derselben Farbe, sieht echt nicht schlecht aus. Aber wahrscheinlich muss ich den erstmal freispielen oder so. Und wieder Kurve verpasst. Aber einmal drehen. Und weiter. So. Steht da also. Lass mal sehen. Oh, das sind alle so gepimpte Karren hier. Was ist das Ding? So eine Rohkarosse auf Backstein. Nee, auf Felgen. Weiß nicht, irgendwie Little Mule. Ist halt mehr so Rallye, weiß nicht, so so Stadt, sondern mehr einfach so Rallye ist das. Nee, dann spare ich mir halt Geld lieber. Und wieder zurück. Gelohnt. So, okay, jetzt machen wir auch mal ein bisschen nochmal mit der Hauptstory weiter. Mit Takumera, ja genau. Wollte mir noch was ausdecken. Und ich habe gesehen, ich habe wieder Level-Ups. Und wieder ein bisschen in eine Flexe rein für die Handfeuerwaffen, damit die ein bisschen mehr Schaden machen. So. Lassen sich schon schneller zielen und wegstecken. Zwischen Tür und Angel. Fluchtpunkt Night City. Ihr hört das Ausweichen nach einem Ausweichmanöver 6 Sekunden lang. Na? Ruhige Hand. Verringert den Rückstoß von Pistolen und Revolvern um 30%. Okay, Corporal. Verursache 50% mehr Schaden mit Pistolen und Revolvern bei Gegnern, deren Gesundheit unter 25% liegt. Und High Noon. Ihr hört die kritische Trefferchance mit Revolvern und Pistolen um 4%.
machen wir erstmal hier Fluchtpunkt Night City. Obwohl, nee, ruhige Hand. Und machen wir okay Corpo. Oder ja. Oder Coral. Okay. Dann können wir jetzt hier schlafen. Haben wir ein bisschen in die Gegend entkunden. Auch geil, komm mal ein bisschen rum, weißt du? Ne, ich neutralisiere keine Täter. Ich ziehe jetzt durch und fahre in die Stadt. Das schaffen wir heute auch noch was. Ja, 160 ist bei dem Maximum. Man fährt auf 164, aber nun wäre irgendwie wegen Wechsel. Schnell genug. Er ist ein riesiger Müllhaufen. Ich dachte, das wäre ein Berg. Scheiße. Oh Mann. Eine riesige Mülldeponie ist das hier. Steht einfach am Straßenkreuz und macht nichts. Ja. Ah, eine Betonpfeiler. Ich bin schon das dritte Mal hier lang gefahren, ne? Scheint noch Verbrennermotor zu sein. Ich dachte, die würden uns hier anders betrieben. Fusionsenergie oder so. Naja. Kann das Ding überhaupt wackeln? Ist eigentlich nicht möglich, aber okay. Eigentlich kann das Ding längst abschalten. Naja, Schussbänger ist noch dran. Ja. Gut, da wären wir. Ah, Tiger Claws, willkommen in Chinatown. In danger. Dann muss ich den Wagen nur hier stehen lassen, ja? Wenn ich wieder da bin, ist der Wagen eh weg. Schade. Ja, was ist jetzt los? Hä? Was? Oh! Symbolenkarre gespawnt. Ich guck's mir noch einmal an, das schöne Ding. Ja. Okay. Ach, da ist er schon. Auf dem Markt würde ich stehen.
Oh. Wow. Nehmen. Speed. Boah. Alles nicht gerendete Fahrzeuge. Oh nein, 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 nein. Guck mal, wo ist das Auto? Mann, ich dachte gerade, ich falle runter. Einmal diese Aussicht hier genießen. Geht's noch? Was willst du, hä? Zieh mal was Ordentliches an. Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Die Stadt läuft heiß. Die Anzüge wissen, dass ein Funke reicht, um Japantown zum Überkochen zu bringen. Und Unruhen zerschlägt man mit Leuten, die nicht deinen Namen auf der Stirn tragen. Huh. Ah, da bist du ja. Ja. Ikura! Da ist oben ist gar. Okay, besprich mit dem Plan mit Takumera. So, wieso, was tun wir hier? Wie? Schön, dich zu sehen, Goro. Goro, schön, dich zu sehen. Ich auch. Ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Was bringt uns das? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Hm? Was denn? Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. So. Wenn ich irgendwie auf Hanako-samas Wagen käme, könnte ich unter vier Augen mit dir reden. Was überlebst Und du wie? Na, indem ich springe. Unmöglich. Selbst mit Implantaten. Stärke 13. Das kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, wie? Nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren, kurz bevor ich hineinspringe. Hexe nicht meine Stärke? Ganz ehrlich, Netrunning ist nicht so meins. Und meins noch weniger. Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Splitter nehmen. Es gibt noch was zu besprechen. Wagen zu kapern ist eine Sache, aber die Security macht mir Sorgen, besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein, aber ich könnte die Lösung haben. Kada erwähnt die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Warum mache ich die Drecksarbeit? Guter Plan. Guter Plan. Du bist einfach so einverstanden? Das Risiko ist hoch. Ja, naja, ich gewöhne mich langsam dran. Und nun, was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Splitter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Mhm. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Ja. Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los! Bricht den Sicherheitsraum ein. Ah ne, da. Er ist aber unscheinlich, ja. Gewaltsam öffnen! Sehr schön. Oh, hier ist ja gar keiner. Software installieren. Hält mich, wenn du da bist. Ha! Es hat funktioniert! Hm. Oh, das war ein Port. Und?
Das System hört auf uns. Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Setz dich. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Ah, ess mir mal. Hast recht. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Jagdtour. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Wir sehen uns morgen. Ich glaube, er hat Japan auch satt, kann das sein? Oh, Johnny. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Er braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Essen. Takumera ist kein schlechter Kerl. Chill mal, Johnny. Für dich ist er Saka-Abschaum, ich weiß. Aber Goro ist kein schlechter Kerl. Kein schlechter Kerl? Er war Saburo Arasakesichts Leibwächter. Meinst du, er hatte den Job wegen seiner schönen Augen? Ja, ich vertraue dem aber. Was ist das? Yaktori. Ich hab dir gesagt, ich will nicht etwas von hier. Okay, ich habe alles durchgebracht. Erstens, wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Essen. Schmeckt lecker. Essen. Also mir schmeckt's. Fünftens, oder macht uns alle kalt. Fünftens, oder macht uns kalt und pisst auf unsere Leichen. Er wird Hanako zu keiner Zeit allein lassen. Oder wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Was ist mit mir? Ja. Das ist etwas anderes. Du solltest dich von ihm fernhalten. Wir werden beide draufgehen, das ist dir klar, oder? Ich habe schon Schlimmeres durchgezogen, also... Naja, klingt nach Selbstmord. Aber ich habe schon Schlimmeres durch. Was gibt es Schlimmeres, als Arasaka zu beklauen? Nein, das nicht. Damit habe ich die Latte aber auch echt hochgelegt. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Kennst du nicht die Stadt nicht? Lass mich das tun. Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ja. Ich komme mit. Stimmt. Und du mit deinen Fähigkeiten. Mit deinem diebischen Geschick. Und er ist verschwunden. Gut. Wir machen das gemeinsam. Kann ich jetzt auch haben? Lauter! Lauter! Wie lauter? Yorinobu. Höchstpersönlich. Ist das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die? Will sich ihm mehr geben. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines Vaters? War das keine Provokation? War das nicht eine? Arasaka. Ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat. Alles begann mit ihm. Die Fraktion. Die Machtkämpfe. Das alles ist... Xo! Xo! Verdammt, ja. Welche Fraktion? Es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka? Welche? Es gibt drei. Kiji, Hato und Taka. Kiji wurde in Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberaler und unterstützen Michiko-sama, Saburos Enkel. Über sie weiß ich nur wenig. Die Dritten im Bunde sind Taka, Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Yorinobu, wo hat er die rebellische Ader? Woher hat Yorinobu diese rebellische Ader? Das weiß keiner. Er
Vielleicht kann ich ihn das bald fragen. Persönlich. Wieso hat Saburo das zugelassen? Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Der Mönch, da macht mir Angst. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu? Für seine Tochter. Als Yorinobu eine Bande wurde und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Vielleicht ändert sich das jetzt. Du gibst Hanako eine Mitschuld, oder? Aber vielleicht ändert sich das jetzt. Sieht aus, als würde sich das jetzt ändern. Solange Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt. Vielleicht können wir ihr ins Gewissen reden, wenn sie eins hat. Zuerst müssen wir zu ihr. Kommst du mit? Klar. Klar. Warum nicht? Verschwinden wir, Weh. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerdigen Sie uns bald wieder. Sägemehl und Plastik. Sägemehl und Plastik. Nein, mein Golf! Relic-Geräusche. Ja. Relic-Fehlfunktion entdeckt. Liebe Miss V, ich glaube, die Ursache... Was? Ich habe einen guten Ort zum Beobachten gefunden. Liebe Miss V, ich glaube, die Ursache meiner technischen Probleme erkannt zu haben. Jedes Delamain-Fahrzeug ist in meiner vereinfachten KI-Kern ausgestattet, der für seine Autonomie verantwortlich ist. Falls der Kontakt zum Hauptkern in kritischen Situationen unterbrochen wird, wenn meine Einschätzung korrekt ist, dann haben diese KI-Kerne sich von Delamain-Netzwerk losgelöst und sind unabhängig geworden, wie schon gesagt. Sozusagen ist die Versuch... ist... Sozusagen, ich versuche noch herauszufinden, wie dies geschehen konnte. Du meinst, dass deine Autos selbstständig geworden... Selbstständig denken können, geworden sind, denken können, ja. Es tut mir leid, meine Erklärung war wohl etwas unklar, da die Situation äußerst komplex ist. Ich würde gerne eine Metapher verwenden. Stellen Sie sich ein menschliches Organ vor, dem es an lebensnotwendigen Ressourcen fehlt und das zum Über... Was? Zum Überkompensation anwächst. Wie bei einer Kardiomyalgie. Beispielsweise, leider handelt es sich in meinem Fall um eine Krankheit, nicht um Evolution. Weißt du, wie es dazu gekommen ist? Sag mir Bescheid, wenn es was Neues gibt. Okay. Wir müssen nur da hochklettern. Jetzt hier lang. Das Glück lächelt uns zu. Niemand scheint hier zu sein. Gerade hat mir Johnny echt Zweifel gemacht mit dem Typen. Also ich vertraue dem schon, aber wenn er uns jetzt in den Rücken sticht, dann wird er da auf jeden Fall bereuen. Ich meine, wir helfen dem ja. Arasaka. Wäre ein schöner Ausblick auf die Stadt. Wenn? Wenn? Wenn er denn schön wäre. Hast du Night City so sehr? Vielleicht habe ich nur Heimweh, wie ihr sagt. Weiter. Du suchst nach Schwachstellen. Ich mir eine Ablenkung ausdenke. Arasaka darf unsere Absichten nicht erfahren. Sabotage wäre genau das Richtige für eine Ablenkung. Okay. Links solltest du die beste Aussicht haben.
Ich versuche es hier. Das alte Ding wird schon noch funktionieren. Wollen wir anfangen? So. Ablehnen. Ne, anlehnen kann losgehen. Könntest du noch eine Pizza holen? Könntest du uns noch eine Pizza holen? Essen zum Mitnehmen? Puh, auf keinen Fall. Na, hätte es sein können. Hätte ich genug Zeit und alle Zutaten, würde ich Onigiri mit Dorsch oder Lachs zubereiten. Onigiri ist geil, ja. Hat er recht. Nein, noch besser. Mit Umeboshi-Pflaumen. Arasaka-samas Leibspeise. Einfach und lecker. Und weißt du, was ich ihm mal kauen gesehen habe? Oder stolz. Einen Proteinriegel. Saburo Arasaka und ein Proteinriegel? Laber nicht. Wie ein wahrer Soldat. Wie ein wahrer Soldat. Aber genug, sonst bekommen wir noch Hunger. Kann losgehen. Okay. Scanne die Umgebung. So, hier sind die Wagen also dran. Also hier haben wir eine Brückensicherheitssystem. Fußgängerbrücke, allerdings bewacht. Nur eine Option, wenn wir keinen anderen Weg finden. So, was haben wir da? Columbus, das Fahrzeug. Tor. Also siehst du den Trafo? Trafo an der Wand. Siehst du ihn? Ein gutes Podest. Tor? Panzertür. Fest verschlossen. Das Tor ist bewacht. Tarngeschütze. Beim Tor. Sehr tödlich. Das wäre der letzte Ausweg. Rohre, siehst du? Über die könnten wir reinkommen. Nicht über die. Was waren die hinten? Ja. Antenne. Das Sicherheitszentrum müsste dort drin sein. Antenne. Das Sicherheitszentrum müsste dort drin sein. Perfekt für Sabotage. Da haben wir noch einen Betriebstunnel. Ein Betriebstunnel. Dort an der Straße. Vielleicht zu den Lagerhäusern. Und dann haben wir da hinten noch die Salinenschüssel. Ich sehe deren Kommunikation. Viele Wachen. Sicher gut für eine Ablenkung. Dann hätten wir hier regelmäßiger Lieferverkehr. Wir fahren ständig Laster rein. Und wir klauen einen? Okay. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Wir haben, was wir wollten. Also, gehen wir rein? Hast du das nicht auch vor dem Kompiki-Presser gesagt? Ich will sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Wir sollten warten und beobachten. Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, ja, dann gehen wir rein. Klingt sinnvoll. Machen wir es uns bequem. Was? Ah, jetzt Stopp-Pizza geholt. Zwischen Bewegungen. Siehst du sie? Die Katze. Die Katze. Dachte, die wären inzwischen alle verschwunden. Schönes Tierchen. Dachte, die wären inzwischen alle verschwunden. Sie ist das erste Tier, das ich in Night City sehe, das keine Kakerlake ist. Erst verschwanden die Vögel, dann die Hunde. Die Katzen haben am längsten durchgehalten. Vielleicht ist es eine Bakeneko. Bakeneko. Bakeneko? Eine Bakeneko? Was ist das? Ein Katzengeist. Bringt Unglück. Aber er kann auch Tote ins Leben zurückholen. Ich weiß nicht, glaubst du an Geister? Glaubst du an Geister? Der Relic lässt dich mit den Toten sprechen, oder? Es ist keine Glaubensfrage mehr. Katzen. Meine Großmutter kannte viele Geschichten über Kitsune, Kappa und Bakeneko. Vermisst du Japan? Vermisst du Japan?
Eine dumme Frage. Ich stamme aus den Slums von Chiba 11. Einmal wollte ich unbedingt ausreißen. Und egal. Schlechte Erinnerungen aus einem anderen Leben. Mir fehlen die unbeschwerten Kindertage. Street Kid, ich weiß noch, als ich klein war. Ich erinnere mich daran, von Haus zu jagen und den Gassen vor Bullen wegzulaufen und an den Eisengeschmack von Blut. Ich erinnere mich an den Chemiegestank von dem Kanal, in dem wir die Wäsche gemacht haben. Konzernlaster kamen manchmal durch unseren Slum. Arasaka wählte Kinder aus, aber eben nur die sauberen. Mit Herrlaster in Slums? Mit Lastern, sagst du? Ja, gepanzert und bewaffnet. Chiba 11 hatte die höchste Mordrate Japans. Bestimmt heute noch. Haben sie euch fürs Militär rekrutiert? Stärke 13. Lass mich raten, um Konzernsoldaten aus ihnen zu machen. Genau. Als sie mich auswählten, war ich überglücklich. In der Armee hatte ich alles, was mir vorher fehlte. Disziplin, regelmäßige Mahlzeiten. Und als ich Talent zeigte, sogar eine Ausbildung. Wie bist du in Saburas Bodyguard geworden? Saburo. Und wie ist aus dem Latrinenjungen von einst Saburo Arasakas Bodyguard geworden? Bestnoten an der Akademie, Dienst im Sonderkommando und Arasaka-samas Gespür für wahres Talent. Soll heißen, es war nicht lieber auf den ersten Blick? Mit unvollständigem Wissen die richtigen Entscheidungen treffen. So wird man der mächtigste Mensch der Welt. Er hat die Wahl aus 100 Kandidaten. Arasaka-sama hat in jede einzelne Seele geschaut und den Besten für den Job ausgewählt. Alles ist gut, wenn es Essen auf den Tisch bringt. Und dafür musstest du dich nur Arasakas Feinde töten. Hast getan, was du tun musstest, um zu überleben. Das klingt, als verurteilst du mich. Dazu hast du nicht das Recht. Im Gegensatz zu dir und Mr. Wells war ich nicht so arrogant, den leichten Weg zu nehmen. Du behauptest, du hast keinen Dreck am Stecken? Du hast also keinen Dreck am Stecken? Jeder hat das. Wichtig ist nur, woher der Dreck kommt. Dann spuck's aus. Woher ist deiner? Arasaka gab mir, was niemand sonst konnte. Werte, für die es sich zu leben lohnte. Nichts ist wichtiger. Du machst dir die Hände für Geld schmutzig, ich für Prinzipien. Ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Oh doch. Du sträubst dich gegen Konzerne, ihre Ordnung, ihre ganze Welt. Nur hast auch du keine sinnvolle Alternative. Sieh dich um. Hier hast du sie. Deine Konzernwelt in all ihrer Pracht. Du zeigst mir dreckige Straßen, als wäre Relikt nichts anderes möglich. Was ist mit den Millionen, die für Arasaka arbeiten und Stabilität und Sicherheit haben? Und die Chiba 11 Slumratten? Die kratzen bis heute ihr Skop aus Dosen. Dank der Konzerne. Wir können nicht allen helfen. Reden wir über das andere. Die Leute auf der Straße hassen Konzerne. Hast du schon vergessen, was in Tom's Diner passiert ist? Die Leute hassen Konzerne. Und ich kann's verstehen. Ich habe Fehler gemacht. Aber Arasaka zu beklauen, war keiner. Manchmal wäre ich gern Nomade. Weit weg von dieser Welt. Alle Sorgen vergessen. Nicht zu spät. So sind Nomaden nicht. Nomaden sind keine einsamen Wölfe mit Egos. Blut oder nicht, Familie ist das Wichtigste. Ja, aber wir sollten nicht wegen Details streiten. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Damals im Kompeki haben wir beide jemand Wichtigen verloren. Wir haben unseren Frieden noch nicht gemacht. Also suchen wir den Konflikt. Du hast keine Ahnung, was ich fühle. Du hast keine Ahnung, was ich fühle.
Es ist die Pflicht der Lebenden, für die Toten zu büßen. Ich bin sicher, Hanako-sama wird uns helfen. Oder sie lässt uns endgültig kalt machen. Die Magier Neko langweilte sich wohl. Sie wird ihren Weg finden. So wie wir. Ja. Aber ein schönes Gespräch, immer. Zeit, etwas zu unternehmen, oder? Fuck, es wird schlimmer. Du siehst besser aus. Ich kehre zur Straße zurück. Und es ist auch noch am Regnen. Und ich möchte jetzt gerne das erste Geschoss. Oh, die leuchtenden Augen von dem, ey. Laster, optional. Ich bleibe in Verbindung. Die Ablenkung. Darum kümmere ich mich. Brich in Arasaka Industriepark ein. Gelände, Brücke. Ein Laster wäre gut halt, ne? Boah, die fahren einfach. Fahren einfach. Riechen jetzt aufgehalten am besten. Gar nicht. Brücke, Gelände? Ne, ich brauche jedenfalls ein Ding, ja. Ach, falsche Taste, Entschuldigung. Weg. Der fährt rein, der ist schon weg, ja. Ich muss so ein Ding klauen, ja. Die Frage ist, wie hole ich mir einen? Wenn die Abendrot ist oder. Oh, oder so. Ich hör auf! Versprochen! Dankeschön. So, fahre in den Arasaka Industriepark. Einfach rein, ja. Bin drin. Gut. Versuch ins Lagerhaus zu gelangen. Ich lenke sie von dir ab. Echt clever. Tja, so bin ich. Okay. Habe das Dach erreicht. Ausschalten. Gleich am Kommunikationssystem. Ach, interessiert das denn gar nicht? Rennt wieder so ein Roboter-Ding rum, ja. Okay, bin drin. Decke den Wagen. Binde den größten Festwagen. Ausschalten. Steuerung ist innen. Tack könnte ein einfaches Terminal sein. Alles klar. Wie läuft es bei dir? Gut, ich gehe zum Kontrollraum. Sorge für ein wildes Durcheinander. Also gut, ich bin soweit. Wenn du fertig bist, infiziere ich das System. Komm schon hier rein. Munition. Dann mach damit die Tür jetzt auf. Ja, wow, der kann einfach durchgehen, oder was?
wenn ich eine Scheibe einschlagen kann. Oder? So, warte mal. Komm, das muss doch funktionieren. Ja doch, ha, es hat funktioniert. Versuche ich mich mal hier nicht zu entdecken, nicht aufzufliegen. Der Wagen hier also. Anscheinend scheint es sie nicht zu jucken, dass ich hier rumlaufe. Ich gehe aber mal von hinten rein. Geht gar nicht. Ich kann noch nicht. Komm schon da irgendwie dran. Nee, ich muss da direkt. Lässt mich einfach vorbei. Okay, ja dann. Software installieren. Ich bin halt einfach nicht. Okay, der Festwagen tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Könntest damit nach Tokio fliegen. Ah, vielleicht tue ich das. Kurz gemacht. Jetzt. Ach, jetzt. Licht auch. Dran. Auch ein Siehst du das? Absolutes Chaos. Sogar das Dach öffnet. B, das Dach. Dort kannst du raus. In der Nähe gibt es kleinere Gebäude. Über die kommst du runter. Ja, ich versuche von oben, genau. Hier geht gar nicht weiter. Jetzt bin ich im feindlichen Gebiet. Weil ich mit dem Van hier reingekommen bin, denke ich, ich wäre jetzt hier ein Mitarbeiter oder so. Naja. Egal, das macht die Sache eigentlich nur einfacher. Jetzt hätte ich mich da durchballern müssen. Die haben nichts gemerkt. Ha, es hat funktioniert. Ja, sehr schön. Sehr gute Arbeit, B. Okay. Was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück. Üben uns in Geduld. Ich melde mich vor der Parade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von Ärger fern. Als hätte ich nicht schon genug. Ja. Triff dich um Mitternacht mit Panem. Oh, Level Up. Jimmy Danger abgeschlossen. Na, sehr schön. Play it safe. So, dann verteile ich jetzt noch schnell die Level. Machen wir nochmal hier einen Reflexe rein. Ja. So, und in Handfeuerwaffen. Hi nun. Gut. Dann würde ich aber jetzt hier sagen. Machen wir hier wieder einen kleinen Schnitt. Haben heute wieder sehr viel geschafft, sind sehr viel rumgekommen. Und dann bedanke ich mich auch nochmal herzlich fürs Zuschauen hier bei dem Cyberpunk 2077 Programm. Und somit haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.